Auf einem etwas anderen Schulweg. Schüler aus der staatlichen Montessori-Schule Potsdam. Sehkunst ist gerade ein Thema. Schüler der 7. und 8. Klasse sind eine Woche im Monat nicht im Schulhaus, sondern auf dem Seegrundstück. Für Schülerinnen und Schüler in der Pubertät eine Woche im Monat keine Schule. Hier ist schon nach kurzer Zeit nichts egal. Seit 2007 kultivieren die Jugendlichen, ihre Lehrer und Experten aus anderen Berufen ein Grundstück, auf dem mal Ferienhäuser der Stasi standen. Seitdem begleiten wir das Projekt und beobachten, wie sich bei den Schülern eine andere Haltung bildet. Eine Sache auch um ihrer selbst willen tun und sie deshalb gut machen wollen. Die Jugendlichen wollen mehr als Worte. Sie wollen Aufgaben, nicht nur Schulaufgaben. Sie wollen Spuren hinterlassen und machen die Erfahrung ihrer Selbstwirksamkeit. Und dass sie nicht nur einen Körper haben, sondern einer sind. Und dass die Welt widerständig ist und auch ein bisschen gefährlich. Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. In diesem Film folgen wir nur einer Spur am Schlenitze, dem Kochen und der Küche. Na, ich habe eine Runde gebaut, wo man innen drin steht und sich dann immer rumdrehen kann. Dann sind hier Gewürze und hier kann man irgendwas abstellen. Im Jahre 4 des Schlenitzsee-Projekts soll eine Küche gebaut werden. Dann mit so Markisen zur Seite weg, dass man nicht im Regen steht. Die Seite kann man unten da klappen, dann ist hier noch so ein Backofen und ein Schrank. Nicht irgendeine Küche. Sie wollen ihre Küche erfinden und dann auch bauen. Hier, das ist ein bisschen zu hoch gezeichnet. Also wo steht man? Auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten. Geräumig. Geräumig. Also die Kinder haben ja jetzt aus den Entwürfen, haben sie jeweils ihre Einzigartigkeit rausgesucht. Was ist in jedem Entwurf unique sozusagen? Also hier ist es klappbar, das ist ein Kreis, das ist ganz kompakt. Und wir haben in jedem Entwurf etwas gefunden, was einzigartig ist. Und dann haben wir geguckt, haben das zusammengetragen und hatten daraus dann ganz schnell die Kriterien, die für unsere Küche hier am Schlenitzsee gelten sollen. Wetterfest, geräumig, transportabel, verstaubar, kompakt, stabil, variabel und schön. So soll die Küche werden. Es werden Experten hinzugezogen. Ein Designer, ein Koch und ein Tischler. Es geht voll. Es ist praktischer, unten Regale zu haben oder hier wie oben, also zum Rausnehmen für Sachen. Wenn da hinten eine Wand ist und die Küche steht hier, dann könnte ich dich nicht mehr sehen. Und das ist dann schade, weil man ja gemeinsam was kochen will. Also ihr wollt ja zusammen kochen und das ist immer wichtig, finde ich, dass sich alle gut sehen können. Ihr wollt gerne Schubladen haben. Schubladen sind immer sehr teuer. Aber was man machen kann, man kann einfach solche Brotkisten oder auch solche Obstkartons oder so auf eine, oder Weinkisten auf solche Metallschienen schieben oder auch auf eine Holzleiste. Ne? Damit kann man Kosten sparen und die Kisten kann man auch gut rumtragen. Kann man sagen, hol mal schnell die Karotten vom Feld, dann geht man mit der Kiste rüber, lädt die rein und schiebt es gleich in die Küche wieder. Sondern das ist auch eine Idee, die man auf jeden Fall machen kann. Am Schlenitzsee kommt etwas auf, das man Schülern dieses Alters sonst eher abspricht. Hingabe und Genauigkeit. Das hier ist eine sogenannte Ochsenherztomate, weil die so eine Herz, also wie ein echtes Herz aussieht. Wir waren schon. Die könnt ihr mal probieren, das ist eine sogenannte Picknick-Tomate. Guck mal, da könnt ihr so die Elemente einfach so rausbrechen. Ich glaube, lilaner Zwerg. Die kommt auch mit dem Stoff. Die Schüler lernen neben Lehrern auch andere Erwachsene kennen. Botschafter aus der tätigen Welt. Jetzt ist noch ein anderer Experte dabei, einer im Unterscheiden, ein Künstler. Er stellt die Aufgabe, genau schmecken, wahrnehmen, dass man eine Zunge hat. Wo schmeckst du sauer? Links, ganz hinten. Nein, ganz unten. Ganz hinten ist bitter. Und das hat folgenden Grund. Bitter
ist eben, wenn ihr euch vorstellt, die Urhorde der Homo sapiens findet irgendwelche wunderbaren Beeren und sagt, rein damit. Die letzte Station, bevor du es ausspucken kannst, weil es bitter ist. Und bitter ist ein Effekt, mehrere haben ja gesagt, das schmeckt so unangenehm, ja? Das möchte man eigentlich nicht aus. Das ist der Effekt, warum es hinten ist. Du kannst es noch ausspucken. Kochen, das ist die große Schule des Verwandelns, des Unterscheidens und des Kombinierens. Die Unterscheidung von Stoffen, der Umgang mit Werkzeugen, aber auch die Unterscheidung von Techniken, zum Beispiel verschiedene Arten Zwiebeln zu schneiden. Man hört sogar nicht. Niemals in heißen Zucker mit dem Finger rein, weil der Zucker bleibt am Finger hängen. Und dann kriegt ihr eine riesen Brandblase. Habe ich auch mal gekriegt, als ich das erste Mal Bonbons gemacht habe. Habe ich es draufgefasst und dann ist sie so. Ne? Weil Zucker ganz heiß ist, wird viel heißer als Wasser. Ne? Wird 400 Grad oder so heiß. Und ganz heiß, wenn er verbrennt. Und jetzt warten wir, bis der kocht. Dann verdampft das Wasser, dann wird der braun. Und wenn er die richtige Farbe hat, dann nimmt ihr die Pflaumen, die wir entkernt haben, und schmeißt sie einfach oben rauf. Kollegin drinnen offen hier. Mehr. So? Was du so mit vier Fingern daraus kriegst, das ist eine Prise. Oh. Mal rein und fertig. Das ist ja genial. Lecker, ne? So, jetzt kannst du mal hier gucken. Guck mal, das ist so ein bisschen eingekocht. Jetzt gießen wir wieder ein bisschen Mehl dazu. Die Küche ist ein Labor, in dem Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen, dass nichts egal ist. Die Küche und das gemeinsame Essen sind ein Labor, in dem sie auf den Geschmack der Welt kommen und sich vom Vorrang des Konsums verabschieden. Oh, das ist hier Curry, müssen wir mal probieren. Mit dem Sesam, ist kein Ingwer dran. Die Küche ist ein Labor, in dem sich eine andere Haltung bildet. Die Bildung der Bildung ausgerechnet durch die Küche und das Kochen. Ich denke daran, dass alle was abkriegen. Das ist fürs Dessert später hier. Das ist Sellerie, das ist Kürbiscurry mit Joghurt, das ist Karotte mit Basilikum. Curry, das ist der Salat mit Mandeln und Tomaten. Hier so eine Himmel. Jedenfalls war das Gastmahl seit eh die Wiege der Kultur. Und wenn die Schule ein Gasthaus des Lernens werden will, warum nicht in der Küche anfangen? Ich habe ja eine Kochschule in Hamburg und arbeite sonst viel mit Erwachsenen und auch mit gelernten Köchen. Und die sind nicht so konzentriert wie die Kinder hier. Also die brauchen natürlich ihre Auszeit zwischendurch, aber die sind so mit dem Herzen dabei, das Ernten und gleichzeitig dann hinterher das Verarbeiten. Die essen das ja auch alles. Das ist unglaublich. Also so Dinge, die Kinder vielleicht sonst nicht essen, werden hier gegessen, weil sie die selber geerntet und zubereitet haben. Das ist großartig, finde ich. Auf dem zweiten Kongress des Archivs der Zukunft in Bregenz wurde 2011 der Faden aufgenommen, die Schule neu kochen. Der Kongress ist dabei ein Selbstversuch im Bilden einer anderen Haltung. Und jetzt kommt die Brühe oben drauf und dadurch löst sich das auf und dann hat man das, was man möchte. Ich hätte gerne rote Beete. Das ist gut, da haben wir was für die Kamera. Die Art und Weise des Lernens und des Kochens ähneln sich. Eigentlich unvorstellbar, dass wir eine Welt von Fertiggerichten akzeptieren. Fast Food und Fast Knowledge. So wie in Schulmensen zumeist nur Kalorien verabreicht werden, gibt es auch im Unterricht häufig bloß Informationen. Da fehlt das Entscheidende. Warum also nicht aus der Küche einen Angriff auf die Gleichgültigkeit und Normalverwahrlosung der Schulen starten? Das Motto dafür heißt immer wieder, nichts ist egal. Bildung ist Kultivierung. Bildung heißt, Unterscheidung zu machen, Wissen zu vertiefen, sich mit Freude am Handeln gegenseitig anzustecken und am Ende zu genießen. Die staatliche Montessori-Oberschule in Potsdam beginnt mit dem Neukochen der Schule auf vielen Herden. Für die Kleinen ist es die Entdeckung des Feuers. Aber sowas mal, da gehört schon ein bisschen Feindlichkeit zu mir. Also von einmal lernt man es nur, die ist halt richtig. Die Großen kochen mit einem Profikoch. Also meine Idee hier ist, eine Küche und eine Mensa aufzubauen, in der Schüler mitarbeiten können.
wo es nicht nur um Kochen geht, weil das Kochen ist nur ein relativ kleiner Teil meiner Meinung nach zu dem, was Ernährung heißt. Bei der Ernährung geht es um Alltagskompetenz, die verloren gegangen ist. Und die Küche, die Mensa hier, die soll wieder Alltagskompetenzen aufbauen. Dann riecht sie immer Petersilie. Das ist im Winter ein bisschen problematischer. Wir waschen sie nachher. Im Sommer ist es einfacher. Im Winter. Gekocht wird mit einfachen Mitteln und der Kunst des Verfeinerns. Nein, jetzt hört mal auf zu rühren. Ich will nicht abschmecken ist noch zu früh. Halt. Erst wenn die Kartoffeln wieder beißen, dann schmecken wir ab. Okay. Ein wunderbares Püree wird zubereitet, das vom Kamerateam anschließend mehrfach nachgekocht wurde. Jedes Mal anders, ohne ein Rezept auszuführen. Eine Folge von Verwandlung. Vielleicht wäre Verwandlung auch ein besseres Wort für Reform. Verwandlung des Alltags. Es geht weiter mit dem Neukochen der Schule. Und diese Erneuerung geht nicht ohne den Selbstversuch derer, die etwas ändern wollen. Die Lehrer der Potsdamer Schule fahren an einem Adventswochenende nach Hamburg. Es ist eine Art Weihnachtsfeier des Kollegiums, aber auch das, was man Fortbildung nennt, oder eben ein Selbstversuch beim Kultivieren der Bildung. Sie besuchen den Koch Thorsten Behnk, der am Hafen eine Kochschule hat. Mit dabei ist auch wieder der Künstler Christoph Riemer. Nochmal zur Erinnerung, Geschmack ist nichts Statisches. Das verändert sich im Laufe des Lebens ständig. Und das ist das Wunderbare. Wir sind eben nicht gefangen in dem Geschmack einmal Maggi-Suppe, immer Maggi-Tüte, sondern wir dürfen einfach immer wieder was anderes entdecken und plötzlich feststellen, das schmeckt mir und plötzlich was anderes schmeckt mir nicht. Die Kunst der Wahrnehmung ist eben eigentlich das A und O, um rauszufinden, wer bin ich, was ist mein besonderes Bedürfnis, meine Besonderheit, aber auch was ist der Unterschied zu den anderen. Und die Verschiedenartigkeit ist das ja, was uns miteinander verbindet. Es wäre ja furchtbar, wenn alle gleichermaßen einen Geschmack haben und sagen, das ist das, was gilt, was giltet, wie man in Hamburg sagt, und alles andere nicht. Orientieren, ne? Bei dem Rind macht man es am Vlies. Und hier immer an der Meter. Hat vielleicht auch noch was essen. Genau, wenn du sie so hältst und immer wieder so ein bisschen nachgreifst. Und dann wieder nachgreifst. Da musst du, wie bei einer Seezunge, wenn man eine Seezunge so richtig abzieht. Genau. Die meiste Energie steckt in den Geräten, in den Köpfen hier. Ne? Kommt nur ein bisschen Wasser drauf und nach 10 Minuten kann man das schon genießen. Man denkt an den amerikanischen Soziologen Richard Sennett, der das Handwerk lobt, weil es dazu führt, eine Sache, die man gut kann, auch um ihrer selbst willen zu tun. So entsteht Welt. Ein bloß auf Effektivität zugeschnittener Kochkurs wäre weniger effektiv, weil ihm die Freude fehlt, von Schönheit und Genuss ganz zu schweigen. Das habe ich jetzt auch noch nie gemacht und auch noch nie gesehen. Sowieso beim Essen besser, was Warmes vorab schon mal zu haben. Der Magen. Was ist der Mehl? Wir machen jetzt die Wurst dazu. Oh, Wurst. Jetzt kommt erst ein aktiver Zwischengang. Und zwar geht es darum, den Strudelteig zu ziehen. Es ist die höchste Kunst, wie ich finde, der Teigzubereitung. Und gleichzeitig ist es, wenn man es kann, ganz einfach. Wie bei vielen Sachen. So, also wir haben hier unseren Strudelteig.
Den haben wir heute Morgen schon mal gemacht, weil der 3-4 Stunden im Kühlschrank ruhen muss. Das braucht er einfach, dass das Mehl quellen kann mit dem Wasser zusammen, dass er schön geschmeidig wird, dass er entspannt ist. Man spricht ja immer von einem entspannten Teig und von einem gestressten Teig. Gestresster Teig ist nicht verarbeitbar. Das erkennt man immer so schön daran, den rollt man aus und der zieht sich wieder zusammen. Dann hat man wieder irgendwie sein 5-Mark-Stück, wo man angefangen hat. Entspannten Teig, den kann man wunderbar, wie ihr jetzt gleich sehen wird, über den ganzen Tisch ausziehen. Ich gebe den mal hier in die ersten Hände. So, langsam. Langsam, schön langsam. Zart. Genau, ganz zärtlich. Umso mehr Hände braucht ihr. Das ist natürlich eine Freude für das Kamerateam, das inzwischen eines von teilnehmenden Beobachtern geworden ist, dieses Gelingen zu beobachten. Lehrer, die lernen. Lehrer, die sich nicht über Rahmenbedingungen beklagen, sondern einfach das tun, was sie für richtig halten, was auch Arbeit macht, vor allem aber Freude. Wenn ich mir ein Bild vorstelle, was heute für mich unvergesslich ist, dann ist es natürlich das mit dem Teig. Das ist ja klar. Also diese fragile Masse, die wir da in den Händen haben, das ist ja wie mit den Kindern, eine unglaubliche Verantwortung, die wir haben. Und plötzlich müssen wir alle zusammen daraus etwas machen, ohne es kaputt zu machen. Das ist wie eine Metapher auf unsere Arbeit. Und wir wissen, wie schnell das gehen kann, dass es in die eine oder in die andere Richtung geht. Und heute haben wir alle gespürt, dass es am besten geht, wenn wir wirklich langsam sind, wurde gesagt, ganz vorsichtig, sehr wahrnehmend. Also wir waren alle in höchster Konzentration, aber wir hatten auch ganz viel Freude. Jetzt fragt man sich, warum solche Geschichten immer noch so selten sind, so schmerzlich selten. Aber es gibt sie und es gibt sie häufiger. Musik